Die kombinierte subkutan-intrakutan-Naht wird in der Subkutis in einem Wundwinkel mit einem tiefen Knopfheft begonnen. Das wird eine Kirschner-Naht. Alles, was jetzt dort unten in der Subkutis passiert, haben wir schon an dem Hautpad bei der Kirschner-Naht gesehen. Das Fadenende wird lang gelassen. Nun wird unten die Subkutis gerafft. Nahtpad halt ein bisschen anders als Natura. Aufpassen, dass wir jetzt nicht durchgehen. Nachher bei der Naht wollen wir nicht. Wir legen das, die Schlaufe immer wieder nach oben von uns weg, dass nicht passiert. Das geht so weiter über die gesamte Länge unserer Unterhaut, unseres Unterhautdefektes, bis wir kurz vor dem hinteren, also von uns aus gesehen rechten Wundwinkel sind, etwa 3-4 mm davor. Nun müssen wir aus der Tiefe einmal, egal in welche Richtung, in diesem Fall auf uns zu, in die obere Hautregion stechen, knapp unter der Epidermis rauskommen. Man kann dort einen Zwischenknoten machen, ich mache ihn nicht. Nun gehen wir auf die andere Seite rüber und fangen mit unseren intrakutanen Stichen an, was nicht wirklich ganz intrakutan ist, sondern eher hoch, sehr hoch subkutan. Die Haut bei unseren Tieren ist nicht ganz so dick, dass wir wirklich ganz sicher intrakutan sind. Wenn man rüber geht, auf die andere Seite immer minimal zurückgehen, das macht die Naht noch schöner. Prinzipiell ist das eine Cushing-Naht, die wir dort machen. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Sie haben sicherlich gesehen, oben an dem oberen Rand des Nahtpads habe ich das nicht ganz getroffen. Da bin ich sogar fast etwas durch, das sollte nicht passieren. Ich gucke wieder, wo ich wieder einstechen muss auf der anderen Seite. So, und das war viel besser. Das macht man ganz in Ruhe, bis man auch wieder auf der anderen Seite wieder einen Sprung gemacht, 3-4 mm vor dem Wundwinkel ist. Wir sind ja immer noch in der oberen Ebene der Haut. Unser Anfangsknoten ist in der unteren, in der Subkutis-Ebene. Mal schauen, wie es zu Ende geht. Man könnte sich das kurze Fadenende auch mit einer Moskitoklemme festhalten, damit man besser sieht, wo es ist und es bitte besser manövrieren kann, weg von der Nadel, die da nun vorbeikommt. Wenn wir etwa an diesem Punkt sind, müssen wir nochmal, da das linke Faden, das lange mit der Nadel noch oben ist, in oberen Hautschichten, noch einmal senkrecht zur Wunde von der oberen Hautebene in die Subkutis-Ebene stechen. Das passiert jetzt. Wir kommen in der Mitte raus, bis dahin dürfen wir noch nicht so wirklich festgezogen haben, sonst sehen wir das nicht mehr. Da unten auch nichts kaputt machen, nichts irgendwas durchstechen. So, dieses Fadenende, wenn wir die Fadennadel jetzt durchgezogen haben, ist auch tief, genau wie unser Fadenende, unser Anfangsknotenende. Das heißt, diese beiden Enden, die wir jetzt verknoten wollen, die beiden, die der Nadelhalter jetzt hat, die sind beide tief. Wir müssen nur darauf achten, dass die Schlaufe, die jetzt nach links zeigt, auf einer Seite dieser beiden Fadenenden ist. Das war jetzt links. Diese beiden Fadenenden, die wir jetzt verknoten, jetzt können wir zuziehen und diese beiden Fadenenden sind beide tief. Der Knoten wird versinken. Jetzt ziehen wir und bewusst unseren Knoten, den wir nicht chirurgisch machen, der wird zu dick, immer schön parallel zur Wunde, damit diese Schläge auch wirklich in die Tiefe rutschen. Das kurze Fadenende können wir abschneiden, relativ kurz. Und das lange, da hängt ja immer noch die Nadel dran. Damit stechen wir, also mit der Nadel, stechen wir noch einmal ganz tief, am besten ganz tief in der Subkutis irgendwo in die Wunde hinein, in der Haut wieder raus. Und jetzt ziehen, dann wird der Knoten nochmal etwas nach in die Wunde gezogen. Mit leichtem Zug schneiden wir diesen Faden bündig mit der Haut ab.